Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 15. März, 8.40 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir werden starten mit einer Big Number, die und zwar die bei 15.200 Punkten. 0,02 ist das Anfangsrisiko. Wir platzieren hier die Order, die Klammer. Wo sind unsere Zielmarken? Einmal Daily Pivot unten herum liegt bei 51 und oben herum haben wir den Eröffnungskurs heute sogar auch bei 50. Da sind wir auch dort. Dann haben wir 38er Retracement und die Big Number dort oben hin. Und unten herum haben wir die 1501 und das 38er Retracement ist denn hier unten. Ja, also das die möglichen Zielmarken, wenn wir in den Bereich reinlaufen. Bei den Vola-Boxen, wo kommt die rein? Vola-Box bei 15.211 zu 15.196. Das heißt, wir haben hier fast eine Big Number, die gleich hier reinkommt in der Vola-Box. Das nur zur Aufklärung und dann warten wir jetzt auf die Markteröffnung. So, wir halten fest, 8.52 Uhr. Die Falle hat zugeschnappt. Das heißt, der Kurs ist jetzt in die Box reingelaufen und wird ohne uns hier den Raum nicht verlassen. Wir werden ihn also Begleitschutz geben, entweder nach oben oder nach unten. Und alle, die das Risiko scheuen, wissen, entweder ab dem fünften Trade stoppen das Ganze, ja, oder wer mit mir laufen möchte bis zur Endstation, das wäre dann so 9.10. Trade. Daily Pivot liegt unter uns, das heißt leichte Tendenzen oben nach in Long-Modus. Gestern gab es ja schon eine Bewegung nach oben. Mal gucken, wie es denn sich heute verhält. So, 8.58 Uhr, wir sind long im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. So, und noch 2 Minuten. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade. Wir platzieren die Big Number noch ein weiteres Mal. Für unser Videotagebuch verabschiede ich mich. Ich bin morgen nicht im Live-Trading und Freitag auch nicht. Bin auf der Invest in Stuttgart und wir hören uns dann am Montag wieder im Videotagebuch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende oder vielleicht den einen oder anderen auf der Invest.